Wenn du dich für Programmieren interessierst und gerne viele Programmiersprachen lernen möchtest, habe ich genau das Richtige für dich. Hallo, ich bin die Martina, ich bin 22 Jahre alt, mache die Applikationsentwicklerlehre bei der Copperdot. Ich bin Teil eines Entwicklerteams und wir arbeiten an der Browserversion von der Digitalisierungs- und Automatisierungssoftware Xenon. Und ja, wir programmieren einfach die neuen Funktionen, die in das Programm reinkommen. Coding selbst beinhaltet die einzelnen Funktionen, die ein Programm ausführen soll. Wenn man beispielsweise einen Button klickt oder wenn man möchte, dass etwas transparent wird, so weiter kann man das über Code schreiben. Ich habe die HTL abgebrochen nach dem dritten Jahr und es schwierig war, die Matura ohne dem zu bekommen, habe ich mich entschieden, ich möchte lieber gleichzeitig die Lehre machen und nebenbei die Matura. Also in der HTL und der Berufsschule ist das Problem, dass das Programmieren halt so ein kleiner Teil ist, nur ein paar Stunden die Woche. Und insbesondere wenn man erst damit anfängt, dann versteht man es meistens nicht in so kurzen Inkrementen. Und in der Firma kann man halt wirklich tagtäglich dran arbeiten. Programmieren zu können, insbesondere gut darin zu sein, ist sehr gefragt. Zukünftig wird es wahrscheinlich nicht schwer sein, andere Arbeiten bei anderen Firmen zu finden oder selbst in dieser Firma weiter aufzusteigen. In der Firma sind momentan ungefähr 10 Lehrlinge und viele versuchen auch die Applikationsentwicklerlehre zu machen und scheint ihnen zu gefallen. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr entspannt. Also man kann jeden immer fragen. Es gibt bestimmte Experten in einzelnen Themen. Und wenn beispielsweise jemand gefragt wird und selbst etwas nicht weiß, leitet er dich normalerweise gleich an eine andere Person weiter. Alle paar Wochen kriegen wir neue Aufgaben, also wird das nie langweilig. Und ansonsten kann ich auch selbstständig arbeiten und mein Code wird dann auch in einen Produktivcode übernommen. Ziemlich schön, wenn man etwas programmiert und dann sieht, dass es in der nächsten Version schon drin ist.